Sicherlich sind wir alle durch die Ereignisse der letzten Stunden mitgenommen. Und so manch einer von uns hat noch auf Focus.de oder auf anderen Seiten den Live-Ticker verfolgt, wie denn nun der Ausgang der Dinge ist, beziehungsweise ob es bereits einen Ausgang der Dinge gibt oder ob diese Sache sich noch weiterentwickelt. Und ich wollte anfangen mit einer islamrechtlichen Position zu diesem Thema. Ich zitiere Worte, die ich bereits vor einigen Wochen in einem anderen Zusammenhang weitergegeben habe, von einem der bedeutendsten Schüler von Imam Abu Hanifa, möge Allah Ta'ala mit beiden zufrieden sein, Muhammad al-Shaybani. Das heißt, diese Worte, liebe Geschwister, sind im Original über 1200 Jahre alt. Ich zitiere: Im Falle dessen, dass eine Gruppe von Muslimen die feindliche Front passieren, das heißt, im Rahmen eines Kriegszustandes wird hier gesprochen, passieren durch Vortäuschung, Diplomaten zu sein oder aber bloß Erlaubnis bekommen haben, die Grenze zu überschreiten, so ist es ihnen nicht erlaubt, an Kampfhandlungen gegen den Feind teilzunehmen oder Besitz an sich zu reißen. Dies trifft auch dort zu, wo bloß Vertrauen seitens der anderen den Muslimen entgegengebracht wird. Und dieser Text, liebe Geschwister, sagt alles aus zu den Ereignissen in Paris, beziehungsweise wie sie islamrechtlich zu beurteilen sind. Ich will noch eine andere Perspektive bieten. Die Perspektive, die nicht davon spricht, dass Muslime als Minderheiten in einem nicht-muslimischen Land leben oder sich aufhalten, sondern die Perspektive, dass sich Nicht-Muslime in einem islamischen Land als Minderheiten aufhalten. Auch hier will ich Muhammad al-Shaybani zitieren, möge Allah Ta'ala mit ihm zufrieden sein. Er sagt, es ist grundsätzlich ein grundsätzliches Prinzip, dass das muslimische Staatsoberhaupt für den Schutz derer einstehen muss, die in Frieden in unseren Ländern kamen, die in Frieden unsere Länder betreten haben, solange wie sie auch bleiben mögen, genauso wie es nicht muslimischen Mitbürgern des Staates möglich sein muss, dass sie ihr Recht, wenn ihnen Unrecht getan worden ist, vor Gericht einklagen können. Ibn Qudama, einer der größten hanbalitischen Rechtsgelehrten, er sagt, das Leben und der Besitz der Menschen, die ein Friedensabkommen erhalten haben, aber aus einem Land stammen, das Krieg mit uns führt, darf nicht angetastet werden. Imam an-Nawawi, der der schafiitischen Rechtsschule angehörte, er sagte, Immunität, also Unantastbarkeit in dem Sinne, wird bei jeder verbalen oder schriftlichen Formulierung, die sie impliziert, hergestellt. Ibn Qudama sagte dazu, Immunität wird bei jeder Äußerung oder Geste, die sie impliziert, gewährt. Das heißt, wenn wir beispielsweise sagen, betreibt Handel in unseren Ländern oder wenn wir eine persönliche Einladung verschicken, in dem Moment ist automatisch ausgesprochen, dass diese Menschen bei uns Sicherheit genießen, auch wenn dies nicht wortwörtlich so in einem Paragraphen festgehalten worden ist, sondern allein durch Gesten wird diese Schutzgarantie bereits ausgesprochen, laut des klassischen Islams, liebe Geschwister, laut der rechtschaffenen Vorfahren, in deren Fußstapfen wir folgen. So viel dazu. Liebe Geschwister, wir stehen vor großen Herausforderungen in dieser Zeit, in der sich die Ereignisse überschlagen. Was es jetzt alles für Anforderungen gibt an Muslime, an muslimische Gemeinden, das übersteigt teilweise das, was Moscheegemeinden von den Ressourcen her leisten können, die ja in der Regel als ehrenamtliche Institutionen fungieren. Ich möchte in den nächsten Minuten darauf eingehen, was wir Muslime jetzt in Deutschland zu tun haben. Ich beginne mit einer Rezitation aus dem Koran. Allah Ta'ala sagt in der dritten Sure, der 186. Vers,
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Ihr werdet ganz gewiss in eurem Besitz und in eurer eigenen Person geprüft werden. Und ihr werdet ganz gewiss von denjenigen, denen die Schrift vor euch gegeben wurde und denen, die Allah etwas beigesellen, viel Beleidigendes zu hören bekommen. Seine Prophezeiung, liebe Geschwister, aus dem Koran, nicht nur eine Momentaufnahme der damaligen Zeit. Doch wenn ihr standhaft und gottesfürchtig seid, So gehört dies gewiss zur Entschlossenheit in der Handhabung der Angelegenheiten. Wenn man angegangen wird, ohne Recht, wenn man beleidigt wird, aufs Übelste, wenn das, was einem am heiligsten ist, in den Dreck gezogen wird, dann regen sich natürlich Gefühle, liebe Geschwister. Das ist selbstverständlich, das ist menschlich. Und deswegen spricht Allah Ta'ala für solche Situationen, hält Allah Ta'ala für solche Situationen für uns zwei Dinge fest. Das eine ist Geduld, liebe Geschwister. Wir müssen standhaft bleiben können. Wir dürfen uns nicht hinreißen lassen. Denn alles als Ergebnis eines solchen Gefühlsausbruchs wird letztendlich gegen uns verwendet und ist an und für sich auch eine Grenzübertretung unserer Seite aus. Ist eine Verletzung eines Gebotes. Wir brauchen also Geduld und Gottesfurcht. Gottesfurcht, die uns dabei hilft, diese Geduld im Angesicht solcher Provokationen und solcher Beleidigungen zu wahren. Selbstbewusst unsere Religion leben. Uns nicht verstecken. Ich hatte damals nach meinem Abschluss in der Bewerbungsphase die Wahl gehabt, meinen ersten Namen, auf den ich sehr stolz bin, beziehungsweise Allah Ta'ala dankbar bin dafür, dass ich ihn tragen darf, jedoch auch der Verantwortung bewusst bin, welche mit diesem Namen einhergeht, Muhammad. Damals kam dieser Gedanke, dass ich diesen ersten Namen in meinen Bewerbungen weglasse. Navid Johari bewirbt sich also. Staatsbürgerschaft amerikanisch. Und ich habe mich Alhamdulillah, sodass ich auch noch heute in den Spiegel schauen kann, dagegen entschieden, weil ich zu meiner Religion und zu meiner Herkunft in allen Facetten stehen wollte. Und am Ende bietet eine solche Herangehensweise, dass wir uns nicht verstecken, dass wir mit einem gesunden Selbstbewusstsein unsere Religion in dieser Gesellschaft leben, damit geht dann eine Natürlichkeit einher, die auch den anderen beruhigt. Aber wenn wir selbst krankhaft mit unserer eigenen Religiosität umgehen und sie hier und da zu verstecken suchen, am Ende wird sich dieser Krampf auch auf den anderen übertragen. Wenn wir noch nicht mal zu uns selbst stehen können, liebe Geschwister, wie sollen andere jemals zu uns stehen? Und wir müssen den Menschen Gelegenheit bieten, sich mit ihren Vorurteilen auseinanderzusetzen. Und vielleicht trifft dies einen persönlich, aber nichts kann einen treffen, liebe Geschwister, was Allah Ta'ala nicht für einen bestimmt hat. Aber vielleicht bei den nächsten Begegnungen dieser Person mit Vorurteilen wird sie ihre Lektion nach und nach gelernt haben. Aber irgendwo muss der Anfang gesetzt werden und ich lade euch dazu ein, alle einen solchen Anfang in eurer Umgebung zu setzen. Und aufbauend auf unserer natürlichen, gesunden Art, offenen Art, unsere Religion zu leben, liebe Geschwister, machen wir auch unsere Religion bekannt. Wir machen unsere Religion bekannt. Wichtig auch für das Zusammenleben, dass unsere Mitmenschen wissen, unsere Nachbarn wissen, was Islam ist und was nicht Islam ist. Damit, wie gesagt, diese Vorurteile, auf die wir gleich noch mehr zu sprechen kommen werden, abgebaut werden können und so ein besseres Miteinander auch möglich ist. Und wir machen nicht nur unsere Religion bekannt,
sondern wir nehmen aktiv teil in dieser Gesellschaft. Wir wollen diese Gesellschaft auch zum Besseren nach vorne bringen. Wir wollen unseren Beitrag leisten. Und was wichtig ist und was jahrelang in der muslimischen Gemeinde aufgrund einer falsch verstandenen Bescheidenheit auch nicht praktiziert wurde, ist, dass wir nicht nur Gutes tun, sondern auch darüber sprechen. Was hat diese Moscheegemeinde schon alles getan, liebe Geschwister, von denen nur eine Handvoll auserlesener Aktive und die jeweiligen Besucher wissen? Weil wir es selbst nicht festgehalten haben. Wir haben bereits in dieser Gemeinde die Bürgermeisterin Petra Roth empfangen. Aber da wir erst seit 2011 unsere Öffentlichkeitsarbeit gewöhnlich dokumentieren, nicht großartig, einfach nur gewöhnlich, ist so etwas nicht mit aufgeführt. Und ich richte dies an andere Gemeinden, zuerst selbstkritisch an die eigene und an die anderen Gemeinden. Ihr seid auch in anderen Gemeinden aktiv. Viele von euch kommen nicht nur vom Zentrum Frankfurts hierher, sondern auch aus dem Umland. Und ihr seid entweder selbst in anderen Moscheegemeinden aktiv oder ihr habt Verwandte oder Freunde, die dies sind und seid vernetzt. Nichts Gutes tun, außer dass ihr auch darüber sprecht und dies öffentlich zugänglich macht. Weil ansonsten gibt es dann die Möglichkeit für Leute zu sagen, ja, die machen ja gar nichts, die Muslime. Was machen die denn? Dies bietet nur unnötig Angriffsfläche, liebe Geschwister. Die von einigen Islamhassern nur zu gerne genutzt wird. Und von solchen, die eben, wie gesagt, weil man nicht richtig Öffentlichkeitsarbeit betrieben hat, von solchen, die vielleicht ahnungslos sind, in einem guten Gewissen, also dass die Muslime nichts machen, dass solche Aussagen mit gutem Gewissen von einigen Menschen gehalten werden, einfach nur deswegen, weil die Muslime nicht nach außen genug transportieren, was sie auch tun. Das heißt, Gutes tun und darüber sprechen. Und zum anderen, liebe Geschwister, dass wir dem Rassismus in dieser Gesellschaft entschieden begegnen. Der Islamfeindlichkeit, der Muslimfeindlichkeit, jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, dass wir hier aktive Vorreiter sind. Nicht nur was uns selbst betrifft, sondern auch was die anderen diskriminierten Gruppen angeht. Aber in unserer Sache speziell das Thema Islamfeindlichkeit ansprechen. Seit 2001 bis einschließlich 2013 gab es 338 Anschläge in Deutschland auf Moscheen. Bis zum Jahr 2011 gab es durchschnittlich jährlich 22 Anschläge auf Moscheen. Im Jahr 2012 waren es 35, liebe Geschwister, und im Jahr 2013 waren es 36. In Frankreich nun sind mindestens 2 Moscheegemeinden angegriffen worden. Man hört sogar mit Granaten und Schusswaffen. Und dies ist etwas, was wir zu tun haben, dass wir in aller Sachlichkeit, in aller Wissenschaftlichkeit über dieses Problem unserer Gesellschaft sprechen. Und dass wir darüber wachen, dass Lektionen aus der deutschen Geschichte auch wirklich gelernt worden sind. Und dass sich nicht wiederholen kann, was sich damals tragischerweise ereignete. Das ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister. Und in diesem Rahmen tragen auch Medien Verantwortung. Und auch das müssen wir thematisieren. Auf eine wissenschaftliche und sachliche Art und Weise. Wir haben genügend Studien, auf die wir verweisen können. Beispielsweise die von Professor Dr. Kai Hafes, der über das Islambild der Öffentlich-Rechtlichen forschte. Und nachgewiesen hat, dass die Medien einen Anteil daran haben, dass Islamfeindlichkeit sich verbreitet. Das ist eine Aufgabe, liebe Geschwister, der wir uns zu widmen haben. Weiterhin, liebe Geschwister, und nur den Zusammenhang, im Fokus habe ich heute
wieder gesehen, dass die Überschrift war gewesen: Muslime positionieren sich nicht deutlich. Nach Charlie Hebdo-Anschlag, Schluss mit Floskeln. Wir brauchen jetzt einen Aufstand der anständigen Muslime. Das, liebe Geschwister, ist pure Unwissenheit im geringsten Falle. Derjenige, der sich wirklich mit der Arbeit der muslimischen Gemeinden, auch der theologischen Arbeit, beschäftigt, wird praktische Beispiele, abgesehen von den zahlreichen Positionierungen, theologischen Positionierungen, finden, die zeigen, dass wir mit solcher Art von Gewalt gar nichts zu tun haben. Und wir brauchen uns davon auch gar nicht distanzieren. Wir können uns islamrechtlich positionieren, aber wir brauchen uns nicht zu distanzieren. Mit dem Wort Distanz oder mit der Distanzierung geht einher, dass es vorher eine Nähe gab. Versteht ihr, was ich meine? Und danach muss man sich distanzieren. Aber das hat von vornherein mit dem Islam nichts zu tun, wie ich auch im Vorfeld einleitete und auf drei der vier Rechtsschulen eingegangen bin und die vierte einfach nur aufgrund der Zeit, weil ihr dann am Ende immer mir eins auf den Deckel geht, warum hast du überzogen? Ja? Die vierte, weil es keinen Mehrwert gab, in dem Sinne ich vorgetragen habe. Wir müssen unsere Stimme erheben, wenn es darum geht, dass auch die Politik dafür Verantwortung trägt, für die Islamfeindlichkeit in diesem Lande. Wie kann es sein, dass in einer Stadt wie Dresden, wo vor 5,5 Jahren Marwa el-Sherbini, rahimahallah, möge Allah mit ihr zufrieden sein, am 1. Juli ermordet wurde, dass in derselben Stadt 5,5 Jahre später gut 20.000 Menschen mit einer menschenverachtenden Haltung, islam- und muslimfeindlich, sich positionieren. Und auch noch politische Parteien, etablierte politische Parteien, wie die CSU, ja, sich in die Nähe dieser Bewegung rücken. Die haben eine Distanzierung nötig, wenn überhaupt irgendjemand. Was ist in 5,5 Jahren an sogenannter Integrationspolitik und Sozialarbeit und pädagogischer Arbeit alles schiefgegangen, dass so etwas in einer Stadt wie Dresden passieren kann? In einem Bundesland wie Sachsen, wo bis in die jeweiligen Sicherheitsbehörden hoch, ganz hoch, Mitverantwortung dafür getragen wurde, dass der nationalsozialistische Untergrund sich bilden konnte und 11 Jahre unentdeckt durchs Land ziehen konnte und innerhalb von 6 Jahren mindestens 10 Menschen auf brutalste Art und Weise getötet hat. Wie kann das also sein, außer durch Versagen in der Politik, die wir auch an dieser Stelle anklagen? Islamfeindlichkeit, die auch von den Verfassungsschutzbehörden mit verursacht wird, wenn erwiesenermaßen muslimische Gemeinden ins Fadenkreuz von irgendwelchen unberechtigten Vorwürfen gerückt werden und wenn der Verfassungsschutz durch seine offiziellen Statements oder durch seine Kommunikation mit unter anderem Presse dafür sorgt, dass muslimische Gemeinden in der Gesellschaft immer mehr isoliert werden. Auch das beklagen wir an dieser Stelle und auch das ist weiterhin eine Aufgabe, liebe Geschwister, eine Aufgabe, die wir als Bürger tragen, nicht nur als Muslime. Denn hier geht es um Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit, unabhängig davon, gegen wen sie gerichtet ist, muss angeklagt werden. Und auch wenn es in dieser Stunde nicht beliebt sein mag, diese Aussage, aber wir müssen uns auch gegen solche Karikaturen wenden, die eben Hass auf der einen Seite und Angst auf der anderen Seite verbreiten. Dieses Land hat eine Geschichte, in der Menschen auf brutalste, systematischste Weise getötet worden sind. Und dies fing nicht von heute auf morgen an, sondern es gab Phasen, wo Menschen eben diffamiert wurden, eben auch durch solche Karikaturen, wie sie
sich in keinster Weise unterscheiden von dem, was heute im Namen der Pressefreiheit verteidigt wird. Und das müssen wir anmahnen. Da müssen wir sagen, Menschen, die solche Karikaturen verbreiten, sie tragen Mitverantwortung dafür. Wenn Hass und Angst geschürt wird, die dann bei einigen Menschen umschlägt. Kennen wir Alex Wiens? Hebt eure Hand, wenn ihr Alex Wiens kennt. Warum sehe ich keine einzige Hand hier? Bei knapp 250 bis 300 Händen, die ich sehen könnte. Alex Wiens war derjenige, der Marwa El-Sherbini vor gut 5,5 Jahren am 1. Juli auf brutalste, menschenverachtendste Art und Weise sie und das Kind, was in ihr war, getötet hat. Aber seltsamerweise prägen sich noch nicht mal bei uns die Namen solcher Täter ein. Jeder kann sich selbst die Frage beantworten, wodurch das bedingt ist. Wir dürfen und wir müssen auch in dieser Gesellschaft einen doppelten Boden anmahnen. Heuchelei anprangern, wenn es darum geht, dass bestehende Gesetze nicht mit einem Maß angewandt werden. Ich habe hier ein Beispiel. Es gibt den Paragraphen 166 vom Strafgesetzbuch, wo es um das Beschimpfen von Bekenntnissen geht, die eine Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens haben. Und der öffentliche Frieden ist jetzt nicht, dass man das falsch assoziiert, damit ist jetzt nicht gemeint, dass irgendwelche Demonstrationen außer Rand und Band geraten, sondern damit ist auch gemeint, dass Menschen ihr Vertrauen in die Rechtssicherheit eines Landes, dieses Landes, verlieren. Wie kann es sein, dass ein Schwein, was an ein Kreuz angenagelt und künstlerisch dargestellt wird, beziehungsweise künstlerisch, das Wort können wir streichen, also ein angenageltes Schwein, also gezeichnet an einem Kreuz. Wie kann es sein, dass so etwas verboten wird und dass es Gerichtsurteile eben dieses Landes zu dieser wertlosen und hasserfüllten Karikatur gibt, die diese verbieten, aber eben nicht Menschen, die angeblich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darstellen sollen in Karikaturen, die eine Bombe im Turban tragen gleichzeitig. Und wie gesagt, wo entweder Hass geschürt wird oder aber Angst. Und beides, wie gesagt, ist Grundlage der Gewalt. Nennt mir eine Gewalttat, die nicht entweder auf Angst oder auf Hass aufgebaut ist. Nennt mir eine. Ich lerne gerne weiter dazu. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, unsere Anwesenheit in dieser Gesellschaft bringt eine große Verantwortung mit sich. Wir dürfen den Islam nicht falsch darstellen. Und wir dürfen nicht untätig sein innerhalb dieser Gesellschaft. Denn an unserer Person wird der Islam gemessen. An unseren Taten wird der Islam gemessen. Und wir können dazu beitragen, zu einem friedlichen Miteinander. Einen sehr wichtigen Beitrag. Einerseits einen Beitrag nach innen, wo wir dafür sorgen, dass wir unsere eigene Religion nicht falsch verstehen. Wo wir dafür sorgen, dass unsere Berechtigten Gefühle wie Wut, Enttäuschung und Sorge, dass sie nicht auf die falsche Art und Weise ausgelebt werden, sondern gemäß
dem Beispiel vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und seiner Gefährten. Wenn solche Taten erlaubt wären, liebe Geschwister, dann wären die Ersten, die sie begangen hätten, die Prophetengefährten gewesen. Aber nehmt euch ein Zierabuch zur Hand und ihr werdet nicht finden, dass die stark unterdrückte Gemeinde der Muslime damals in Mekka, die zu Tode gefoltert wurden, die ausgehungert wurden durch einen wirtschaftlichen Boykott, die geschlagen und beleidigt wurden, die bedroht waren, weltlich gesehen, Allah Ta'ala schützt seine Propheten und diejenigen, die mit ihm sind natürlich, aber weltlich gesehen bedroht waren von der Auslöschung. Warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesen Situationen nicht irgendwelche Nacht- und Nebelaktionen angeordnet? Dies hat er nicht getan, liebe Geschwister. Weil dies nicht der Weg ist. Dies ist nicht der Weg. Dazu sollten wir uns nicht zu solchen Dingen hinreißen lassen. Dazu sollten wir Kraft aus unserer Religion schöpfen, für unsere Religion schöpfen und für unsere Mitmenschen und für unsere Nachbarschaft schöpfen. Damit wir eben diese Bereicherung für die Gesellschaft sind, die Allah Ta'ala für uns vorgesehen hat. Dass wir der Nachbar sind, über den Allah Ta'ala im Koran spricht. In der 4. Sure im 36. Vers. Der Nachbar, der seinem nicht-muslimischen Nachbarn Wohltaten erweist. Dass wir derjenige sind, diejenige sind, denen Vertrauen entgegengebracht wird. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass nichts Gutes in demjenigen ist, dem man kein Vertrauen entgegenbringt. Und solche Taten untergraben dieses Vertrauen. Solche Taten untergraben unsere Vertragstreue, liebe Geschwister. Und wenn wir uns als Muslime in diesem Land befinden, mit einer deutschen Staatsbürgerschaft oder mit einer Aufenthaltserlaubnis, und selbst wenn wir illegal hier sind, ja, selbst wenn wir illegal hier sind, allein das Vertrauen, was uns entgegengebracht wird, verbietet es, dass wir solches tun, was, wie gesagt, in Paris getan worden ist. Liebe Geschwister, ich möchte noch folgende Lektionen aus einer Aya vortragen. Das ist in der 6. Sure. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Und schmäht nicht diejenigen, die sie neben Allah anrufen, damit sie nicht ihrerseits aus Feindschaft und Unwissenheit Allah schmähen. Und die Korangelehrten haben festgehalten, dass man durchaus einen Nutzen darin sehen kann, wenn man beispielsweise Götzen beleidigt. Im Sinne von, ja guck, der ist hässlich. Und derjenige, der Politist in dem Sinne sagt, ja Moment, die Götze wehrt sich nicht, meine Gottheit wehrt sich nicht, kann nichts vollbringen, dass in dem Moment dieser Irrglaube erschüttert wird, um so den Weg zu ebnen zum Monotheismus. Darin kann ein Nutzen liegen, sagt die Korangelehrten. Aber weil der Schaden überwiegt, nämlich dass Menschen aus Unwissenheit, aus Trotz, aus Gegenreaktion versuchen, den Islam zu beleidigen, dieser Schaden überwiegt und deswegen hat Allah Ta'ala dies verboten. Das heißt, wir mögen auch auf die Folgen einer Angelegenheit achten. Was haben wir jetzt getan? Oder was ist jetzt erreicht worden in Sachen Karikaturen verhindern? Nichts. Wie wir sehen, wird die nächste Ausgabe über 1 Million betragen von dem jeweiligen Blatt. Und viele andere Zeitungen haben aus Solidarität die jeweiligen Karikaturen nachgedruckt. Und ja, jetzt erst kommt das Ganze noch mehr hoch. Jetzt wird das Ganze noch mehr gehypt. Und wir haben Solidaritätsbekundungen und vor allem der rechte Flügel in dieser Gesellschaft und diejenigen, die im Zweifel sind, die bekommen noch mehr Futter und noch mehr Bestätigung durch solche Taten. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten und ihn bitten,
im Bewusstsein, dass er der Einzige ist, der unsere Bittgebete zu erfüllen vermag. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. O Allah, bitte gib uns all das an Gutem, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat, und schenke uns Zuflucht und Schutz vor allem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir Schutz und Zuflucht gesucht hat. O Allah, bitte recht leite uns, bitte vergib uns. O Allah, bitte helfe uns, den Unterdrückten und den Kranken, den Gefolterten, denjenigen, denen Unrecht getan worden ist, den Hungernden, den Verzweifelten, den Trostbrauchenden, all diesen Menschen beizustehen durch deine Rechtleitung, auf dass wir dieses Leben als Chance nutzen, zu wirken, zum Wohl der Menschheit, O Allah. O Allah, bitte lass uns in dieser Gesellschaft gute Nachbarn sein. O Allah, bitte helf uns, unsere Religion zu praktizieren. Helf uns dabei, unsere 5 Gebete täglich zu verrichten. Bitte segne die Familien. Bitte schütze unsere Kinder. Bitte verheirate diejenigen, die unverheiratet sind, O Allah. Bitte verhelf uns zu Erfolg in unserem Job, in unserem Beruf, in der Schule und im Studium, O Allah. Bitte lass uns das Wahre als wahr erkennen und schenke uns Stärke, den Weg der Wahrheit zu wandeln, O Allah, und lass uns das Falsche und Nichtige und Irreführende immer als solches erkennen und schenke uns die Kraft, Abstand von diesem zu nehmen. Segne bitte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienmitglieder und all diejenigen, die ihm auf dem richtigen Weg gefolgt sind, und lass uns zu den Letzteren zählen. Und dein Segen und dein Frieden sei auf allen Propheten. Allahumma amin.